So, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Befehl. Und mit getStatus haben wir uns angeschaut, welche Dateien verändert worden sind und was die Zustände dieser Dateien sind. Jetzt wollen wir mit dem Befehl getdiff die inhaltlichen Änderungen zwischen Dateien anschauen. Also getStatus sagt, welche Dateien verändert worden sind und getdiff sagt, was geändert worden ist. Und getdiff kann man auf verschiedene Varianten, in verschiedenen Varianten verwenden. Wenn Sie einfach getdiff eingeben, dann wird einfach das angezeigt, was sich im Arbeitsverzeichnis geändert hat. Wenn Sie jetzt die gestagten Änderungen, also die vorgemerkten Änderungen, mit dem Repository vergleichen wollen, können Sie getdiff minus minus staged oder minus minus cached eingeben. Macht das Gleiche. Sie können auch den aktuellen Zustand des Repositories mit einem früheren Zustand vergleichen. Wir schauen dann an, wie man diesen Commit-Hash von einem früheren Commit erhält. Getdiff einfach den alten Commit-Hash eingeben und dann sehen Sie, was geändert worden ist. Sie können auch zwei frühere Commits miteinander vergleichen, also jetzt ungeachtet des aktuellen Status des Repositories, einfach zwei alte miteinander vergleichen. Wichtig ist hier die Reihenfolge getdiff. Nehmen Sie zuerst den älteren Commit-Hash und dann den neueren, sonst werden die Änderungen falsch herum angezeigt. Also diff ist wie eine Subtraktion. Wenn Sie ja 10 minus 5 rechnen, gibt es 5. Wenn Sie 5 minus 10 rechnen, gibt es minus 5. Und wenn Sie hier den alten und den neuen Hash vertauschen, dann werden die Änderungen andersherum angezeigt. Das heißt, etwas, was hinzugefügt worden ist, wird dann angezeigt, als ob wenn es entfernt worden wäre. Schauen wir dann im Detail noch an. Jetzt schauen wir zuerst einmal an, was getdiff genau ausgibt. Noch schon etwas, was ich vergessen habe. Sie müssen nicht immer den kompletten 40-stelligen Hash angeben. Es reichen die ersten 4, 8 Zeichen, einfach bis es eindeutig ist. Faustregel: Je größer das Repository, desto mehr Zeichen müssen Sie angeben. Beim Linux-Kernel, wo es jede Menge Commits drin gibt, sind 8 Zeichen empfehlenswert. Bei Ihrem kleinen Hobbyprojekt wird es mit 4 Zeichen wahrscheinlich schon eindeutig sein. So, habe getdiff gemacht und jetzt wird das da ausgegeben. Was bedeutet das? Der Einfachheit halber ignorieren wir mal die ersten 4 Zeichen. Das sind so, die haben mit der internen Funktionsweise von Git zu tun, die interessieren uns hier nicht. Was uns dann interessiert, ist hier diese Statistikzeile. Die schlüsseln wir nachher gleich noch auf. Und hier unten ist jetzt der eigentliche Inhalt. Ist ein Hello World Programm in C geschrieben und hier wurden offenbar Änderungen vorgenommen. Schauen wir mal die Statistikzeile hier an. Was bedeutet die? Der alte Zustand hier, das links, bezieht sich auf die Zeilen 1 bis 8. Der neue Zustand der Datei bezieht sich auf die Zeilen 1 bis 6. Wie kann das sein? Ganz einfach, es wurden Zeilen entfernt und darum ist der neue Zustand kürzer als der alte. Also hier noch einmal, ich hatte vorhin 8 Zeilen, jetzt habe ich nur noch 6. Zwei Zeilen wurden offenbar entfernt. Jetzt schauen wir nochmal diese Zeilenpräfixe an. Also ein Minus steht für eine Zeile, die gelöscht worden ist, ein Plus für eine Zeile, die hinzugefügt worden ist. Und wenn vorne nichts steht, dann ist die Zeile unverändert. So sieht das aus. Also hier, die Datei hat hier diese linke Spalte nicht drin. Die wird zusätzlich von diff angezeigt. Also includes, diese Zeile wurde entfernt. Die folgende Leerzeile wurde auch entfernt. Das printf wurde durch ein puts ersetzt und hier das backslash n ist auch entfernt worden. Wichtig: Diese diff-Tools haben kein Konzept von veränderten Zeilen. Sie kennen nur entfernte und hinzugefügte Zeilen. Sie schauen nicht, was innerhalb der Zeile geändert worden ist, sondern nur, dass eine Zeile als Ganzes geändert worden ist. Und auch wenn hier nur ein Wort und ein backslash n sich geändert hat, die Zeile gilt als gelöscht und die neue als eingefügt. Das ist hier nochmal beschrieben. Und wenn Sie sich nur für die Statistiken interessieren, also wie viel geändert worden ist, nicht was inhaltlich geändert worden ist, können Sie noch den Parameter shortstat verwenden. Dann steht hier, dass eine Datei verändert worden ist, dass eine Zeile eingefügt worden ist und 3 Zeilen gelöscht worden sind. Anhand von dieser Ausgabe können Sie jetzt nicht unterscheiden, ob eine bestehende Zeile verändert worden ist. Es kann sein, dass 3 Zeilen entfernt und eine neue hinzugefügt worden ist. Kann aber auch sein, dass
zwei Zeilen gelöscht worden sind und eine Zeile verändert worden ist. Das müsst ihr dann inhaltlich interpretieren. Also nochmal diese Ausgabe, noch einmal Minus Zeile entfernt, Plus Zeile hinzugefügt. Wenn nichts steht, ist die Zeile unverändert. Und GitDiff ist schlau genug, es gibt ihnen nicht alles aus, vielleicht ein paar führende und ein paar folgende Zeilen, damit sie ein bisschen Kontext haben. Das wäre GitDiff. Jetzt haben wir eine Aufgabe dazu. Führen Sie den Befehl GitDiff aus. Welche Änderungen werden angezeigt? GitDiff. Keine. Führen Sie nun den Befehl GitDiff cached aus. Welche Änderungen werden nun angezeigt? GitDiff cached. Eine ganze Menge. Weil ich habe die Sachen schon in den Staging-Bereich hinzugefügt. Und Untracked-Dateien, wenn ich die mit GitDiff ausführe, die ignoriert es. Also eine wichtige Unterscheidung. Ich habe zum Beispiel hier die Änderung in der Datei, git ignore. Ich habe da das Muster.exe hinzugefügt, also plus 4 hinzufügen. Also vorhin hat es 0 Zeilen, jetzt hat es eine Zeile. Weiter, Datei bar.txt. Hatte vorhin 0 Zeilen, jetzt hat es eine Zeile, das wurde hinzugefügt. Also ein Pager, also ich kann hier runterscrollen oder mit Return runtergehen. Datei foo, wurde foo hinzugefügt. Also nicht wahnsinnig interessante Änderungen, da werden Sie noch Interessanteres zu sehen bekommen. Aber Erkenntnis daraus, GitDiff befasst sich nicht mit Untracked-Dateien, GitDiff befasst sich mit getrackten Dateien. Und sobald etwas in den Staging-Bereich hinzugefügt worden ist, ist es dann eben tracked. Und zwar im Staging-Bereich. Und darum gibt der zweite Befehl etwas aus. Ich melde mich gleich zurück mit den nächsten paar Befehlen und Aufgaben. Bis dann.